gehen wir hier raus. Momentan keine Sequenz. Ich dachte, es käme einer, aber keine Sequenz. Wie gesagt, ich brauche so einen Knopf. Ich brauche so einen Knopf, wo ich meine Cam an- und ausmache. Eine Taste. Ein Shortcut. Warte mal kurz. Da, da vorne sind sie! Aber wenn ich es euch doch sage, ich bin kein Drache mit unlauteren Absichten, so lasst uns doch endlich ein! Oh Dane, ich bin's, Marcelo. Sie wollen mich nicht in die Stadt lassen. Diese Stimme, kann es wirklich sein, Marcelo? Was geht hier vor sich? Was? Sieh einer an, wenn das nicht Bronze Heilrad ist. Nun, wie ihr selbst seht, versuchen sich Drachen Zugang zu unserer Stadt zu verschaffen. Und einer davon scheint ein Heretiker zu sein. Jene Kreatur hier gab außerdem vor, diese Frau zu kennen, fragte selbst namentlich nach ihr. Also warten wir sie, uns vor die Tore zu begleiten. Allem Anschein nach ist der grüne Schuppe ein Drachenblüter und damit ein Heretiker. Es will sich mir nicht erschließen, was seine Motivation für das Erscheinen an Ishgards Pforten ist, aber der Fall ist eindeutig und fordert sofortige Urteilsvollstreckung. Wir sind nicht mehr im Krieg mit den Drachen, was soll das? Auch wenn es ein Heretiker ist, ich weiß nicht mehr, was das war. Aber solange keiner böse ist. Für den Delinquenten und seine Familie. Was? Ist euch die Proklamation des Großmeisters entfallen, Inquisitor? Im Rahmen unseres Friedensschlusses mit den Drachen sollten solche spontanen Untersprüche gegenüber Heretikern der Vergangenheit angehören. Ja, meine ich ja. Vergangenheit. Der Krieg ist vorbei. Ich handle gänzlich im Sinne des Großmeisters, ehrenwerter Herr Heilnard. Euch ist sicherlich geläufig, wie viele brave Ishgarder derlei Heretikern zum Opfer fielen. Ich stelle lediglich sicher, dass sich solche Tragödien nicht wiederholen. Niemand zweifelt an euren noblen Absichten, Inquisitor. Doch solltet ihr Urteil sprechen, ohne die Umstände vorher eingehend betrachtet zu haben?
Marcelo, richtig? Sprecht frei und ehrlich. Habt ihr euch derlei Verbrechen jemals schuldig gemacht? Niemals. Ich habe niemals je getötet. Nicht einmal verletzt, das schwöre ich bei Halone. So wahr ich hier stehe. War das mal ein Mensch? Es ist wahr. Ich war ein Anhänger von Eisherz. Ich stand vollends hinter ihren Idealen. Und ja, ich gestehe, als Zeichen meiner Treue habe ich Drachenblut getrunken. Und deswegen ist er ein Drache. Ja, super. Ich weiß nicht, ob es an meiner Konstitution oder meiner Affinität zum Drachenblut lag, doch meine Wandlung war intensiver, langwieriger und schmerzhafter als bei allen anderen. Als ich mich weitestgehend erholt hatte, war der Drachenkrieg zu Ende. Doch weder konnte ich diese Wandlung rückgängig machen, noch zu den meinigen zurückkehren. Und in der Stunde meiner ärgsten Verzweiflung fand mich die herzensgute Eltu. Ja, Eltu, die brauchen wir. Sie war es, die mich zu einer Rückkehr nach Ishgard bewog. Die hat nämlich die Aufgaben, die neuen. Inzwischen sind wir uns der Wahrheit über die Wurzeln des Drachenkrieges gewahr. Und wenn er nun auch aus aufrichtigen Herzen spricht, so kann der bloße Akt des Bluttrinkens allein auch keine Sünde sein, Inquisitor. Habt ihr den Verstand verloren, den Worten eines Drachen einfach so zu glauben zu schenken? No, das ist ein sehr, sehr gutes Argument. In dem Fall will ich für den Herrn Marcelo und seine junge Begleiterin bürgen. Ich trage die volle Verantwortung für ihre Taten innerhalb Ishgards. Wie es der junge Herr des Hohen Hauses Heilnard wünscht. Doch erlaubt mir ein Wort der Warnung. Gebt Acht, in wen ihr euer Vertrauen legt, auf dass jene Zuversicht euch und eurem Haus nicht zum Schaden gereicht. Nun denn, diese Gefahr scheint fürs Erste gebannt. Herr Eilenhard, große Heldin, bitte verzeiht euch derartige Strapazen. Ausgesetzt zu haben. Aber nicht doch, Ordain. Es ist meine Pflicht, eine schützende Hand über die Bürger der Himmelsstadt zu halten. In erster Linie bin ich erleichtert, dass euch und eure Tochter nicht zugestoßen ist. Ein Drachenblüter und seine junge dravanische Freundin. Und ich bin nun ihr Bürger auf Gedeih und Verderb. Sind eure sterblichen Schreitigkeiten jetzt endlich beigelegt? Komm, zeigt mir doch endlich eure Stadt. Ich bin so gespannt auf die vielen Leute. Ich verstehe. Wenn das so ist,
Bitte erlaubt mir, euch in ganz eigenem Interesse die Zukunft von Eschia zu präsentieren. Unsere Himmelsstadt. Kann ich dann? Ich will ja eigentlich nur die Aufträge von dem freischalten, damit ich das auch mittlerweile aufnehmen kann. Und auch jede Woche machen kann. Das ist das Wichtigste für mich gerade. Yu-Gi-Oh! Kommt auf jeden Fall gleich auch noch. Und wenn ich Yu-Gi-Oh! Heute nicht schaffe, dann. Mal schauen. Dann werde ich so einen Tag auf jeden Fall. Ausgiebig spielen, dass ich wirklich durch bin. Oh, wir haben sogar einen Ort für ihn schon festgelegt wahrscheinlich. Ja, da hinten. Ohne den Fortschritt, den wir hier gemacht haben, wäre das nie zustande gekommen. Ich habe nichts damit zu tun gehabt. Da steht hier schon Federfallquartier, zweite Phase vorbei. Ich glaube, ich muss da mal mitmachen. Man bekommt ja was Schönes dafür. Sind alle versammelt? Wunderbar! Nun dann, Marcelo, ehrenwerter Eltu, ehrenwerte Eltu, im Eifer des Gefechts sprach ich mich zwar aus als euer Bürger aus, doch ich fürchte, dass die Sache damit nicht vom Tisch ist. Besonders in eurem Fall, Marcelo, das Haus Eilnard erholt sich selbst noch von den Vorwürfen der schwersten Häresie. Und ich muss gestehen, dass ich euch nicht ohne weiteres beherbergen kann. Vor allem jedoch würde ich gerne von der Dame O'Dayne hören, was sie zu all dem zu sagen hat. Nun, jetzt wage auch ich frei herauszusprechen. Ich selbst war den Ansichten von Eisherz einst durchaus zugetan. Doch ich konnte es mir nicht leisten, als Heretikerin gebrandmarkt zu werden. Was hätte denn aus Noel werden sollen? Marcelo saß anders, also verließ er uns. Und jetzt sieh dich an, wie soll ich dich in dieser Gestalt denn noch meinen Ehemann nennen können?
Und dann tauchst du aus dem Nichts direkt vor den Toren Ischgards auf und rufst meinen Namen, wenn der Herr Heilnard und die große Helde nicht so rasch auf zur Stelle gewesen wären. Marcelo, man hätte uns töten lassen. Na, ich kann im Moment keinen klaren Gedanken fassen. Bitte verzeiht. Oh, Dane, ich hatte solche Sehnsucht nach euch. Ach, diese Sterblichen. Jetzt siehst du deine Familie endlich wieder und hast trotzdem nichts Besseres zu tun, als zu zaudern und zu stottern. Was schlägt mir das nun aufs Gemüt? Außerdem kann ich meine Flügel vor Spannung nicht mehr stillhalten. Auf mich wartet eine fremde Stadt, die erkundet werden will. Nein, erkunde mal schön. Nichts, wartet doch. Ach du liebe Güte, bitte geh dem Drachen nach, bevor die ganze Stadt in Aufruhr gerät. Am Ende halten das alle für eine neuerliche Attacke. Na gut, der Drachenkrieg ist hier wahrscheinlich noch nicht lange her. Kann ich mir vorstellen. Für uns ist es ja schon Jahre her. Auf dich ist wirklich immer Verlass, Murasaki. Ich glaube, Eltu ist gegen Genis geflogen. Hey du, was machst du? Oh, Sterbliche werden also einfach nur größer, wenn sie älter werden. Bleiben ansonsten aber gleich. Wachsen ihnen niemals Flügel? Äußerst merkwürdig. Aber welche Laus ist dem Sterblichen von vorhin denn eigentlich über die Schuppen gelaufen? Wie bitte? Nein, nein, ich habe doch schon gesagt, dass ich nicht hier bin, um irgendjemanden anzugreifen. Ich gehöre Ratas Toskris Sippe an und mein Vater ist Gullenbursti. In meinen Adern fließen die schönsten Drachenlieder, selbst jene, die noch nie zuvor gesungen worden sind. Du erinnerst dich doch sicherlich an Gullenbursti, ja klar. Er hat beim Wiederaufbau von Barleys geholfen und er erzählte mir viel von deinen Bestrebungen, den Mogris in den wallenden Nebeln mit deinen handwerklichen Künsten zu helfen. Ich frage mich, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, ob ich diese Aufgabe nicht freigeschaltet hätte. Den Geschichten, die mir zu Ohren gekommen sind, habe ich mir die Neugier geweckt, die Kultur der Sterblichen selbst kennenzulernen. Auf meinen Reisen wurde ich jedoch von einem eurer schaurigen Soldaten verletzt und von Marcelo aufgelesen und gepflegt. Eigentlich dachte ich, dass Drachen und Sterbliche ihren Zwist nun bei Gelicht hätten. Doch ihr Sterblichen habt wirklich immense Schwierigkeiten damit, unser Eins in euer Herzen zu lassen, nicht wahr? Also ich nicht! Aber gut, ich sehe es ja ein. Ich will auch kein zweites Mal den harten, kalten Stahl eurer Waffen zu spüren bekommen. Sorge dich nicht, ich kehre umgehend zu jenem zurück, den ihr Fronzel nennt. Ich hoffe, dass Drachen und Menschen irgendwann wirklich komplett gemeinsam leben können. Das ist der erste Schritt. Dass man nicht nur zu den Drachen hin kann, ohne dass man von Drachen getötet wird, sondern auch, dass die Drachen hier bei den Menschen wohnen können. Und die Himmelstadt ist dafür ein guter Punkt. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob man jetzt schon Iltuch freigeschaltet hat. Oder ob die Questreihe weitergeht. Ich danke dir, Murasaki. Mir fiel von meinen Steinen vom Herzen, als Eltul unbeschadet zu zurückkehrte. Unterdessen haben mich mit den anderen Einwohnern der Himmelsstadt gesprochen. Wie nicht anders zu erwarten, stehen sie Maslow und dem jungen Drachen äußerst skeptisch gegenüber. Genau wie Odin. Odin. Herr Heilnard, auf ein Wort. Selbstverständlich. Entschuldige, Murasaki. Also würdest du unsere beiden Neuankömmlinge etwas abseits führen?
Was sind die Gerüchte wahr? Wir haben tatsächlich einen Drachenblüter in der Stadt. Ich würde als Soldat im Drachenkrieg verwundet. Wisst ihr? Zwar sagt mir mein Verstand, dass er keine wilde Bestie ist, aber die Narbe quer über meinen Rücken spricht eine andere Sprache. Eine Tochter fiel einem Heretiker zum Opfer. Friedliches Miteinander klingt wie ein schöner Traum, doch ich kann es mir einfach nicht vorstellen, einen der Ihren in unserer Mitte zu wissen. Auch ich verlor meinen Bruder an die Drachen. Der Krieg mag vorbei sein, doch wir tragen Wunden in uns, die selbst die Zeit nicht zu heilen vermag. Und das ist das Schwere. Es ist nicht jeder mit Frieden zufrieden. Manche wollen Gerechtigkeit. Wollen die Sippschaft der Gegner ausgelöscht wissen. So fühlt es sich für mich ebenso undenkbar an, ihn als einen der Unseren zu betrachten. Doch letztendlich ist es das, was er ist, ein Ischgarder. Es wäre grausam und nicht rechtens, ihn von vornherein zu verurteilen und auszustoßen. Ihr habt natürlich recht. Herr Einhard, ich bin untröstlich, dass meine Anwesenheit solchen Kummer über euch alle anderen legt. Marcelo, diese Stadt ist mit Kummer bestens vertraut. Wir tragen ihn alle in uns, jeder seiner eigenen. Und ihr bildet dabei keine Ausnahme, nicht wahr? Deswegen bitte ich euch, mir eure Beweggründe anzuvertrauen. Warum habt ihr euch der Häresie zugewandt? Möglicherweise kann ich für gegenseitiges Verstehen sorgen, wenn ihr mir einen Blick in euer Herz stattet. Das habe ich schon gelesen gerade. Manchmal vergesse ich auch, ob ich jetzt X gedrückt habe, um den Text weiter zu machen. Okay, es geht noch weiter. Das ist schon.